Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kongresswahlen in den USA. Bislang haben die Republikaner von Präsident Trump in beiden Kammern die Mehrheit. Umfragen zufolge könnten die Demokraten jedoch zumindest das Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Die Wahllokale öffnen am Mittag. Mit ersten Ergebnissen wird morgen gerechnet. Regierungen in Mittelamerika wollen Migration eindämmen. Die Staatschefs von Honduras und Guatemala sprachen sich bei einem Treffen dafür aus, gegen die Organisatoren der Migrationsbewegung vorzugehen. Derzeit ziehen Tausende Auswanderer aus Mittelamerika in Gruppen durch Mexiko in Richtung USA. Söder stellt sich als Ministerpräsident zur Wiederwahl. Die heutige Abstimmung im Bayerischen Landtag gilt für den Amtsinhaber als sicher. CSU und Freie Wähler hatten gestern den Koalitionsvertrag für Bayern unterzeichnet. EuGH urteilt über Arbeitnehmerrechte bei Urlaubsansprüchen. Dabei geht es darum, ob nicht genommener Urlaub verfällt, wenn keine Anträge gestellt wurden. Geklärt werden soll auch, ob Erben Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben. Vermisste nach Unglück in Marseille. Gestern waren im Stadtzentrum zwei Häuser eingestürzt, eines davon bewohnt. Bei den anschließenden Bergungsarbeiten stürzte die Wand eines dritten Gebäudes ein. Derzeit werden mindestens 8 Menschen vermisst. Und das Wetter im Osten durchweg sonnig, ansonsten nach Auflösung von Nebel ebenfalls freundlich, mit viel Sonne und meist lockeren Wolken, 10 bis 22 Grad.